Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. DS. Weiter geht's mit Welt 5b. Ja, die Eiswelt, Schneewelt, Winterwelt. Sagt, wie ihr wollt. Es ist kalt, okay? Das vernebelt den Verstand. Nein, so wild schneien tut's ja nicht. Es hat schon geschneit. Da liegt ordentlich was. Und die Schneeschieber haben, ja, so mittelmäßige Arbeit geleistet. Aber es kommt immer ganz auf die Kolumne an. Kolumne? Kommune. Dann mache ich es eben anders. Vor allen Dingen, die respawnen immer, die Paracooper. Habt ihr euren Spaß, ja? Es war ein bisschen auf Verdacht. Es war so ein bisschen auf Verdacht. Es riecht nach Spaß. Riecht Spaß so? So riecht Spaß. Ich hole mir kurz die Blume aus dem Inventar. Wenn man es Inventar nennen darf. Itembox. Knapp, ich geb's ja zu. Es war knapp. Nee, muss von der anderen Seite kommen. Zu rutschig. In der Tat, das ist schon, naja, muss man sich mit abfinden, ne? Muss man sich mit anfreunden. Ist ja nicht so, als wäre das was Neues in Videospielen. Guck mal da oben. Die zweite Starcoin. Aber irgendwie ganz mies hinter so einem Block gelegen. Okay, das geht schon. Das ist euer Ernst. Das wird niemals klappen. Ja, Prost Mahlzeit. Dann Plan B. Koopas mit roten Panzern drehen sich um, ihr wisst das. Dann Plan B, wenn das so funktioniert. Muss nicht. Ich glaube sogar, es geht nicht, wa? Doch. Komm, Mario. Schaffst du? Nein, echt nicht. Schafft das bestimmt. Und zwar eher so. Nein. Oder so. Wenn man richtig springt. Ich meine, ich könnte mir natürlich einfach noch einen Cooper-Panzer holen, aber der bremst ein bisschen mehr ab, als ich dachte hier. Ich mache ja schon, Leute. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Es ist immer noch Luft nach oben. Es ist Luft in alle Richtungen. Aber bevor der da rauskommt, müssen wir das nochmal gönnen, auf jeden Fall. Ihr habt doch Zeit, oder? Ihr seid noch jung. So. Nicht vergessen, es geht immer nur ums Ergebnis. Wie wir da hinkommen, ist ganz Wumpe. Na, schau an. Da schau her. Machst mich ein bisschen nervös. Auch nur ein bisschen. Komische Viecher. Selten gesehen. Ja gut, wir sind in der späteren Hälfte des Spiels, ne? Ist ja völlig klar, dass es da ab und zu schon mal anspruchsvoller zugehen kann. Jetzt muss ich mich auf der Weltenkarte doch mal ein bisschen orientieren. Es muss hier ein Secret Exit geben, weil das Geisterhaus führt zur Kanone. Und wie kommen wir dann zur Röhre? Es gibt ja keinen anderen Weg von keinem anderen Level hier zu der Röhre hin. Okay. Wo könnte etwas versteckt sein? Haltet mal die Klubscher auf. Öffnet eure Augen, Herzchen und Höschen. Sieht mir nicht so aus. Das ist eigentlich mal wieder ein Level, wo man sich denkt, man sieht doch ganz klar, wie der Hase läuft. Ja, und hier haben wir uns die ganze Zeit rumgetrieben. An der Stelle waren wir ein bisschen fleißiger unterwegs. Das ist jetzt schon... Es ist halt ungemütlich, ne? Es ist halt ungemütlich. Oh, 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 oh.
zwei Möglichkeiten. Du musst mal bitte echt gehen. Ich habe den doch eben schon besiegt. Kann der nicht gehen? Ah, das wird nicht klappen, war von der Entfernung. Der ist zu weit weg, also ich denke halt auch an den, was man hier natürlich schon wieder nicht hat, das Panzer-Item. Theoretisch ist es möglich, nur kommen wir so schnell hin. Immerhin habe ich es gefunden, ne? Jetzt liegt es noch an der Ausführung. So, jetzt mal mit Anlauf. Ja, so schon mal nicht. Ich glaube, wenn, dann muss alles perfekt laufen. Nee, selbst das ist zu hart. Um Himmels Willen, Mann. Das ist nicht möglich, oder? Ich finde, das hätten die machen können, dass es möglich ist. Jetzt habe ich natürlich kein Toadhaus auf die Schnelle, wa? Ja, das hilft mir auch nicht. Wo kann ich mir denn schnell mal einen Panzer borgen? Hier ist ein Häuschen. Respawnen die ganzen Häuser eigentlich? Wo kommt denn der? Warte. Pilz, Blume und dann das Ding, oder? Warte, ich mach mal. Tack, 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 tack. Ach, Mann! Es war so knapp. Ich wollte es einfach mal... Die respawnen nicht. Jetzt probier halt mal hier bei 1-1. Ist ja dann random, was rauskommt. Was haben die nur mit diesen... Na gut, so kann man es eigentlich gut triggern, oder? Kommt aus denen überhaupt... Panzer raus? Sieht mir nicht danach aus. Ja, kein Wunder, dass es manche einfach nicht mögen. Es ist... Es nervt, dass du Items brauchst, die es da nicht gibt. Haben sich damals vielleicht ein bisschen schlau gefühlt? Oder es sollte den Anspruch steigern? Bei mir steigert es nur den Umstand und den Frust. Okay, jetzt habe ich ihn. Jetzt muss ich noch durch ein Level kommen, heile. Mal eben den Turm der ersten Welt noch kurz durchschnacken, ne? Das ist es, was es braucht, ne? Also, das ist das Spiel. Das ist ein Let's Play zu diesem Spiel und das ist, was es für das Lösen dieses Spiels benötigt! Sind das euer Ernst? Aber eine gute Methode, oder? Einfach die Blöcke verfolgen, bis sie dir freiwillig geben, was du brauchst. How about now? Das hätte ich mir vor allen Dingen ja holen können. Hier unten ist noch ein Häuschen. Ich muss sie nicht alle ansprechen, ne? Die ansprechen vor allen Dingen die Häuschen. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Ja, ja, ein bisschen Rhythmus, ein bisschen. Ich meine, Safe States kann ja jeder setzen. Aber man will's ja auch. Außerdem ist mir das Ding halt auch lieber in der Box. Weil jetzt im Level theoretisch natürlich auch irgendwas schief gehen kann. Man will's ja nicht hoffen, ne? Das macht's einfach. Aber ich probiere es, wenn wir schon mal da sind, gerade nochmal auf die böse Art und Weise. Okay. Bam, bam, bam. Es ist halt schon gemein. Feuerblume wäre es natürlich noch entspannter gewesen. Aber wie gesagt, das sieht man eigentlich schon an der Entfernung, auch wenn ich hier runterfalle. Dass es nichts wird. Nichts werden kann. Wenn du hier jetzt langsam umdrehen könntest.
Dann reden wir nochmal drüber. Du kannst auch keinen Panzer mitnehmen, weil du musst ihn den Wandsprung machen. Wandsprung mit Panzer gibt es nicht. Oh, muss man noch aufpassen, dass man weit genug unten ist für den Schinken. Ach, come on. Ja, und mit diesem Aufwand kann das nur der Secret Exit sein. Ob sich das überhaupt lohnt für die Röhre, ist auch wieder eine andere Frage, aber... Nicht schlecht gelacht, so wird's gemacht. Es ist schon 7:30. Gute Nacht. Darf ich kurz gucken, wo das hinführt? Es ist ja nicht mehr weit. Die Welt ist ja schon so gut wie beendet. Okay, ein bisschen was haben wir noch vor der Brust. Glücklicherweise. Wir sind ja erst im letzten Part hier in der 5. Welt angekommen, nicht wahr? Okay, ganz viele Megapilz. Okay, ganz viele sind es doch nicht. Ein Megapilzhaus. So, Geisterhaus. Wird bestimmt genauso spaßig. Ich bin für Spaß zu haben, so ist es nicht, ne? Ja, die möchte gern Klitschkos. Warum denn auch nicht? Feierten die nicht hier sogar ihr Debüt? I think so. Möchte gern Klitschkos mit dem Debüt in diesem Spiel. Und das war's auch mit dem Panzer. Warum denn auch nicht? Also, ich würde mal vieles drauf verwetten. Nicht alles, weil das Spiel ist immer noch eine kleine Wundertüte in mancher Hinsicht. Aber ich würde vieles drauf verwetten, dass du diese Boxer kontrollieren musst, auf gewisse Art und Weise. Für den, ja, Secret Exit. Das kann man eigentlich schon sagen. Ist halt oft so. Setze sie klug ein. Steh deinen Freunden nahe, aber deinen Feinden noch näher. Oder irgendwie so hieß das. Will ich hier schnell sein? Ich glaube. Starcoin-mäßig will ich mich hier bislang nicht beschweren. So. Give me that. Gimme, gimme, gimme. Okay, das ist ein bisschen zu billig. Billig will ich, aber eher preisgünstig. Ist ein besseres Wort, ne? Billig klingt zu billig. Was ging hier schon wieder ab? Was ist denn das? Was soll denn das werden? Im Ernst? War aber nicht der normale Weg. Dafür war das doch viel zu versteckt. Hoch mit dir. Es ist eine, ich sag mal, programmierte... Okay, der macht Stress auf jeden Fall. Es ist eine programmierte Plattform. Ich dachte schon, es hängt davon ab, wie, naja... Wie ich springe oder so. Wie bei Sonic Carnival Night Zone. Oh, da war was. Ey, da war was. Das wäre gemein. Wie hätte ich das denn machen sollen? Ein einziges Rätsel für mich, dieses Geisterhaus. Und Secret Exit. Oh, okay. Das erklärt so einiges. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass da eben gerade... Toll. Am Ende... Dass das dann doch ein... Die letzte Starcoin vielleicht behielt. Das konnte ich nicht riechen. Das war aber auch gemein versteckt. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Gut, dass ich es gefunden habe auf Anhieb. Durch Zufall. Ich bin ja so lange gesprungen und dann waren da unsichtbare Blöcke. Nee, das war gemein. Wenn ich so drüber nachdenke, war das richtig fies. Ich habe da einfach nur Lack gehabt in der Situation. Einen guten Autolack, ja. Aber Lack. Nicht getroffen, vollgesoffen. Wo war das? Nee, da noch nicht. Du musst die Ecke halt im Auge behalten, aber guck mal. Ja gut, du springst eigentlich schon auf diesen Blöcken mal noch höher. Ja, aber
das ist halt fies. Ich hab mich ja... Das ist ja unüblich. Jetzt will ich da nicht lang. Das ist ja unüblich. Ich dachte, wenn du halt ein kleiner Mario bist, dann bringt der Sprung da was. Aber so musst du geduckt springen. Bei einem unsichtbaren Münzblock. Ist irgendwie heftig, ne? Okay, jetzt habe ich das vorweggenommen quasi. Hier lernt man zum ersten Mal diese programmierten Plattformen kennen. Die einfach mal ein Päuschen machen, abstürzen oder... Panik auslösen. Die taucht nicht mehr auf, ne? Mag die eigentlich ein bisschen. Das klingt fast, als würde ich mich schämen, aber ich mag die eigentlich ein bisschen. Hinauf, es geht steil bergauf mit der Karriere. Obwohl, wie viel steiler soll Marios Karriere eigentlich noch gehen? Was zur Hölle? Stehst ein bisschen ungünstig. Das ist keine Starcoin, die war jede Wette da. Wo ich euch sag. Dann müssen wir nochmal zum Secret Exit. Ich muss ja sowieso hier lang gehen. Also alles im First Try kann ich hier... Aber ich glaube, ich habe mir Gesuche erspart. Ich glaube, das hätte ich noch ein halbes Jahrhundert gesucht. Gut denkbar. Secret Exits in dem Spiel sind ja wirklich... Ab und zu können die auch in den Nachfolgern grausam sein, aber... Die sind sehr anhaltslos manchmal. Heute schon das perfekte Beispiel. Die beiden Level heute... des heutigen Parts haben direkt zwei knifflige Secret Exits. Mit denen nicht zu spaßen ist. Nicht wirklich, nein. Im Schwung... Wenn wir natürlich noch nicht die Drehung in der Luft. Gibt's ja eh nur auf dem Wii und Wii U-Teil und Mario Maker. So. Fein. Immer schön rechts orientieren. Kürbisse. Bin ja kein Kürbis-Fan. Wer ist schon Kürbis-Fan, oder? Also zum Essen und so. Man isst die ja nicht irgendwie. Kürbis? Nee. Ich schaff das schon. Wenn alle mich im Stich lassen. Obwohl, bleib. Hat die sich jetzt echt resettet, weil ich nicht so... Oh, weil du länger nicht mehr auf der Plattform warst. Wie gemein. Die hat aber denselben Bewegungsablauf wie die andere. Das ist auch interessant zu wissen. Macht nur Panik, ob man da überhaupt wirklich abstürzen kann. Ich würde mal tippen, ja, aber ich weiß es auch nicht. Da sitzt er auf dem Hosenboden. Ja, 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 ja. Also doppelt und dreifach fies. Muss man schon mal so sagen. Aber okay, wenn Starcoin und Secret Exit fehlen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man halt intensiv genug sucht. Aber selbst wenn... Gut, dass du am Ende nochmal da geduckt hochspringen musst. Das ist gemein. Kann man das confirmen? Das ist gemein. Aber okay. So, nochmal die Richtung ändern. Ich mach so ein bisschen straight von links nach rechts Style. Bezahl halt... Bezahlen und nicht in Anspruch nehmen. Tothäuser prellen. Tothäuser prelling. 15. Alter. Irgendwie total abgespackt. Und euch hat so gut gefallen, dass ihr gleich direkt mit am Start bleibt, ja? Okay. Hat Nintendo neue Gegner entworfen und direkt sich in der Verantwortung gefühlt? Oder war der Auffassung, hey, mit denen kann man ja was machen? Eigentlich sind es ja nur die Chucks. Nur ein bisschen lahmer und, naja, in Geistform. Das Prinzip gab es ja in Mario World mit den Chucks. Wie dem auch sei. Der war nicht... Das ging nicht klar. Habe ich verstanden. Habe ich gemerkt.
jetzt hier laufen? Das ist verdächtig, sehr verdächtig. Okay. Respawnt der Typ? Das wäre... Oh. Oh! Normal werfen, nehme ich an. Ist das Rätsels Lösung. Auch so langsam ist und so geht ab wie ein Zäpfchen. So sind sie manchmal, die Käfer. Die heißen ja auch nur Käfer, ne? Offizieller Name. Käfer. Mhm. Macht das Sinn? Brauche ich die Dudes? Oder sollen die mich stressen quasi? Die sollen mich stressen. Ich habe vor euch gebürgt. Ich habe noch euch verlangt. Das ist Level-Design-technisch eigentlich ziemlich great. Ich finde das vom Level-Design eigentlich sehr clever gemacht. Es gab ja jetzt durchaus so die eine oder andere Nullnummer. Da muss doch noch was sein. Kommt mal da hoch. Oh, mit viel Anstrengung. Jetzt mach mir... Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Hast du recht. Steht noch eine kleine Wahrscheinlichkeit. Nee. Hätte ja draußen sein können. Hätte. Hätte ich nicht meinen Helferisch, hätte ich einen anderen. Ob der Riesenpilz hier eine Überlegung wert ist? Man könnte, ja, weil es so hoch ging, dachte ich mir im Moment, aber nicht wirklich, wa? Wo ist die letzte Starcoin? Man merkt, Nintendo wird gemeiner. In so ziemlich jeder Hinsicht. Erstmal hinter die zweite Coin bewegen. Ja, Chucks konnten das einfach schneller. Ihr wart nur zweite Geige, nur weil die Chucks im Urlaub hatten. Nein, die Chucks war ja so ein amerikanisches Ding, hat Nintendo ja eingefügt, nach dem Motto, yo, wir wollen stärker auf dem amerikanischen Markt regieren. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und die Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Wisst ihr Bescheid? So. So, beide hatte man schon hier. Also die ersten beiden Starcoins waren hier definitiv vor der... Komme ich denn irgendwie da hoch? Ich müsste die alle austricksen. Kann das nicht einfach schon mal loslegen? Es legt los. Ich will hier hoch. Und hier ist nichts. Mach das nicht kaputt. Ich hasse die. Das ist so fies. Irgendwo musst du doch nach oben. Eigentlich hätte ich den Schwung eher nutzen sollen. Das da ist mir am verdächtigsten. Jetzt respawnen die Kasper auch die ganze Zeit, ne? Komm mal runter da. Mach kaputt, wenn du meinst, aber... Haha! Zum Glück respawnt er. Das kann doch nur da oben sein. Oder gibt's wieder unsichtbare Plöcke? Der gemeine Part. Jetzt respawnt der Typ nicht mehr. Richtig irgendwie? Nicht wirklich. Dann tue ich etwas, was ich selten tue. Ich mache mich leider schlau, wo die Münze steckt. Okay, ich darf konfirmen. Völlig falscher Ansatz. War ja anspruchsvoll. Hätte man machen können, oder? Aber in Wirklichkeit befindet sich die letzte Starcoin. Oh, das ist ja gemein. Das ist ja richtig fies. Das geht nicht ohne weiteres. Moment. Wie mache ich das denn?
Das ist ja übel. Ich muss erstmal groß sein, offensichtlich. Das ist ja richtig fies. Warum ist denn weit und breit kein Power-Up? Das geht so nicht. Das kann ich mit den Käfern. Was? Vielleicht macht er sich diesmal doch nützlich. Aber nur vielleicht, ich darf das nicht versäbeln. Manche Blöcke dürfen existieren und manche Blöcke nicht. Das klingt komplizierter als es ist. Hang a sack. Wir machen doch nicht so weiter mit dem Schwierigkeitsgrad, oder? An fiesen Verstecken. Das machen die doch nicht weiterhin so, oder? Lass mich mal hier hin. Gib mir mal jetzt das Item. So weit, so gut. Ich glaube, das wär's. Guck mich nur mal weiter um. Muss die Zeit rumkriegen. So, und die Pflanze, ja? Ihr seht es, die wäre ja vorher an die Blöcke geprallt. Natürlich reicht da auch ein normaler Pilz, den ich jetzt habe, aber den hatte ich ja nicht. Also mit dem Checkpoint ist es ein bisschen tricky. Danke. Ah, fuck you, man, Ich hab's nicht gerallt. Und das ist hier. Ach, Mann, Leute, Nintendo, was geht denn heute ab bei denen? Was geht heute ab bei denen? Fette, fette Party. Ja, bitte nicht. Dann ist es das Ziel, einfach groß zu bleiben. Dass der Mario so ein paar Fruchtzwerge gegessen hat und dann die Sache auch passt. Es tut mir fast leid, dass wir heute so wenig Level haben, aber ihr seht ja, dass in den Leveln ein bisschen was gefordert ist diesmal. Ist ja auch mal nett. Ist ja auch mal nett, statt zu rushen. Gibt ja zum Beispiel, so finde ich, in Super Mario Bros. 3 ein paar Level, die sind ja wirklich sehr kurz. Auch hier gibt es ja einige kurze Level. Definitiv. Aber mir fällt jetzt auch erst wirklich auf, dass es hier vergleichsweise wenig Power-Ups gibt. Oh, dammit. Da muss noch was gemacht werden. Irgendwie hier was drin? Na, auch nicht. Was haben die denn geraucht? Oh, und da ist der Checkpoint. Ich raste aus. Warum gibt es denn hier keine? Ja, komm. Hammer, Bruder. Wenn ich den erledige, passiert was Schönes. Wenn. Ja, der tobt sich aus, ne? Da ist eine Blume drin? Ach, das lag am Hammer, Bruder. Ich hält. Da wird man langsam bekloppt im Hirn. Ja, keine Ahnung. Gib mir was. Obwohl, das kann ich ja nicht behalten. Hat einen Umstand heute, ne? Umständlich. Dann kommt der Part auch noch voraussichtlich an einem Samstag online. Wo die Leute mehr Zeit zum Gucken haben und so. Da mache ich nicht wirklich Werbung für das Let's Play. Come on! Bitch, please! Kannst doch hier schon loslegen. Wir sind ja dann letzten Endes Big Mario. Nee, darüber traue ich mich nicht so. Es gibt definitiv Level, wo es sich weniger lohnt. Lass dich jetzt nur nicht mehr vom Goomba verrückt machen oder sowas. Von denen da, ganz wichtig. Wenn du halt so ein Level hast, wo alles voll Blöcke ist, wie in Welt 1, 2 in SMB 1, du checkst ja nicht jeden Block ab. Von dem her fand ich das jetzt schon fies. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Oh, ist euer Ernst? Oh, oh. Warum? Lass mich zurück. Ich komme da zurück. Kein Problem. Nee, komm ich nicht. Ach, jetzt leck mich doch mal an den Füßen. Also bitte. What's going on hier? Sensationelle Szenen spielen sich ab. Ich weiß nicht, haben die das bewusst so programmiert? Kaum Items? Ja, natürlich haben die es bewusst. Die Invisible Coin Blocks, die dich nicht mehr hochlassen. Oh man. Ja, Moment, wie muss ich denn den Typi runterlassen an der Stelle? Ja, mit dem Peace-Switch hätte ich es machen sollen. Ich habe mich halt ein bisschen altklug gefühlt, okay? Ich habe mich ein bisschen altklug gefühlt. Du. This is the real shit. This is the real shit! Let's play Markus, warum kannst du nicht mal ein bisschen schneiden, deine Videos? Ich schneide dich gleich mal. Weil ihr das mitfeelt, was hier los ist. Okay. Ich bin vielleicht ein bisschen mitschuld. Bisschen. Und vielleicht. Aber trotzdem schiebe ich die ganze Schuld aufs Spiel, okay? So macht man das halt. Irgendwie ungewöhnlich, wirklich. Ich weiß, unter die ersten beiden kann ich rennen, aber den dritten auf keinen Fall. Oh. Und da passieren immer andere Sachen. Natürlich. Ich denke mir so, der Part, ne? Der Part. Ach, der Part. Ja. Hoch die Hände, Wochenende. Da ist noch ein Abgrund. Fehlen noch irgendwelche Abgründe, die ich noch nicht usen durfte? So, und den dritten auf keinen Fall. Dann gibt's doch hier die Goomba-Party, aber du musst aufpassen, da nicht runterzufallen, du Depp. Und der Checkpoint ist halt so übel gelegt. Für diese... Dass der mich noch nicht erwischt hat, ist halt auch ein Wunder. Es ist noch nicht passiert, ne? Es ist noch nichts geschafft. Wie kriege ich den Kompagnon dorthin, wo ich ihn haben möchte? Ist doch nicht... Na gut. Doch, was hält mich davon ab? Komm her jetzt! Leg einen Zahn zu. So wollen wir das sehen. Ja. Da ich mit meinen Stampfattacken, ne? Ein Held, wie er im Buche steht. Unterm Strich hoffe, ich habe euch unterhalten, denn das ist so ein bisschen mit das Ziel von Let's Plays. Im nächsten Part das Ende der fünften Welt. Obwohl es nur zwei Level, man weiß ja nie, wie es kommt. Nee, Secret Access gibt es keine mehr, deswegen. Danke fürs Dabeisein, ja. Reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.